machen. Wir müssten alles nur mit MK2 ersetzen und einfach mal noch 4-5 Triebwerke, genau, Kraftwerke dazulegen. Und dann, ja, so, und jetzt Kabel, das Wichtige. Kabel, nicht da, da. So, dann machen wir jetzt mal 200 Kabel. Nein, 200 ist ein bisschen viel. Doch, wir machen 200, nee, wir machen das da alles zu Kabel. Und die 100 dann nochmal zu Draht. Weil Draht brauchen wir nicht so viel wie Kabel. Also wir machen 200 Kabel, das reicht. Und nehmen dann trotz allem den Minator und ja, und alles weiter dann wieder mit. Ja, ich habe den Fehler gemacht, ich habe auch diese Rahmen mitgenommen. So. Sollte eigentlich reichen. So, wir machen das da. Schwupps. Und ja, alles bei meiner aufheben mit allem. Sieht mit Inventar aus, voll aber glücklich, macht aber nichts, weil, zack. Nee, 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 du brauchst nicht hier loszulegen. Okay, hallo, ich habe keine Bären für dich. Wer knurrt mich an? Ich höre es knurren, aber da ist nichts. Ich habe keine Bären für dich. Da ist einer, jetzt schon, warum? Ja. Das ist sehr schön. So, wir können weitergehen. So, und zwar in diese Richtung und suchen wieder unseren Andingspunkt. Der müsste hier irgendwo sein. Gut, die müssen wir sammeln, das ist ganz klar. So. Und wir müssen jetzt wieder hier hoch, weil wir es anders nicht gebacken kriegen. So, wo war das? Das war hier. Aus guter Entfernung. Flitsch. Sehr schön. Und wir rennen zu unserem Hub. Leitung ist zu lang, das kenne ich. Zack. Zack. Traue ich mich darunter? Ja. Was ist denn das? Ist das? Warte mal. Das sind zwei Sachen, die ich gerne mitnehmen möchte. Boden zu steil, so, so. Nein, lieber Dada. Der Hub ist besser. Wir machen da einfach mal eine hin, weil ich will sowohl das Kristall haben, das Quarz, ja. Es war nicht viel, aber es ist jetzt meins. Und die Nüsse, wenn wir dafür noch Platz haben, nehmen wir auch mit. So, wir gehen weiter. In Richtung unseres Hubs. Einfach irgendwie ans Stromnetz knüppeln. So, jetzt lass mich mal schauen. So. Nochmal. Zack, Stromleitung. Wir sind da und haben es geschafft. Wir stellen diese Stromleitung dorthin. Und dann schauen wir mal, haben wir irgendwo noch eine freie Stromleitung? Irgendeine. Ja. Und? Wir gehen hier ran.
Das war jetzt nicht so schlau, aber gut gezählt. Und wir haben absolut ausreichend Produktion. Es ist alles verbunden. Und wir können. Oh, ist das schön, oder? So, jetzt schauen wir doch mal, wo wir... erstmal schauen. Es ist ja alles ausgefallen. Es läuft ja jetzt erst wieder weiter, was aber egal ist. Weil wir bis auf den Hub... Na, da war doch noch genug. Wir hauen hier noch rein, warum nicht? Ja, warum sollen wir den jetzt nicht weiter... zum ersten Mal. Als kleinen Zusatz spart uns Kohle. Obwohl, es gibt Gründe, warum nicht. So, jetzt lass mal schauen. Wenn wir den hier, der war schuld, oder? Kein Treibstoff, keine Energie. Wenn wir den jetzt wegmachen. Ist doch immer noch alles verbunden. Ja. Ja. So. Was haben wir hier? Mhm, genau davon. Brauchen wir nie wieder. Brauchen wir nur für die Kette Sage. Auch hier. Alles noch da. Und der. Kein Treibstoff. Also. Alles noch verbunden. So. Die beiden am Hub, die werden wir einfach beibehalten. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Schrauben, die... Naja, damit haben wir hier volllaufen. Wir haben Schrauben, das ist sehr gut. So, ich schnapp mir diesen... So, habe ich hier Schrauben? Nein. Ich löse das hier auf. Keine Kiste, gut, aber Schrauben. Und mache die Schrauben, die ich hier gefunden habe, herein. So, okay. Weil... Ja, wir werden jetzt hier alles bis auf die... Ja. Wir werden hier alles bis auf die Lagercontainer bauen. Ja. Aber nicht mehr heute. Das war jetzt sehr, sehr viel. Obwohl, ein bisschen was müssen wir noch machen, sehe ich gerade. So, lass mal überlegen. Wir schauen jetzt erstmal an. So, das Ding ist voll. Da kommen Eisplatten rein. Die machen wir rein. Und schnappen uns die. So. Okay. Ich würde sagen, die nächste Stufe machen wir doch einmal von Hand. Ein bisschen was können wir abbauen. Ding arbeitet. Sehr schön. So. Jetzt lass mich mal schauen. Das können wir alles so nicht lassen. Erstmal schauen, haben wir hier noch irgendwas übrig? Ja. Bam. Super. Beton natürlich nicht, das wissen wir ja. Davon ja. So, Moment, nein. Davon ja, wieder. Sehr schön. Wir brauchen diese hier. Dafür brauchen wir Schrauben. Ja, die haben wir gerade eben. Wie sieht es denn mit den Rahmen aus? Das ist gut. Davon haben wir nämlich die Möglichkeit, 20 zu machen. Wir machen also jetzt mit Hilfe unseres neuen Stromreichtums einfach eine absolut fantastische Produktion
von allem, was mit Eisen zu tun hat. Und zwar nur Eisen. So, okay, das sind diese 20. Und die packen wir rein. So, dann schnappen wir uns diese Schrauben, die wir ja jetzt eigentlich kaum noch brauchen. Wir haben die Zufuhr ja auch abgeschnitten, das macht nichts. So, wir schnappen uns hier nochmal die restlichen davon. Sehr schön, das sind wieder zwei Rahmen oder so. Und wir schnappen uns hier unsere Schrauben. Komplett. Nein. Ja. So, und machen weiter mit den Rotoren. Was ist damit? Das ist leer. Aber wir haben Überkapazität bis zum geht nicht mehr, also weg damit. So, keine Kiste, gut. So, weiter, was können wir tun? Wir können nochmal zwei davon machen, das ist klar. Wir machen Rotoren 10. Warum nur 10? Wegen den Stangen. Das ist kein Problem. So. Wir verbauen jetzt hier irgendwie alles, was gerade verbaubar ist. So, was können wir machen? So, diese ganze Biomasse Mist, den müssen wir jetzt. Ne, wir schnappen uns das erste Mal. Da. Nochmal. Also erstmal hauen wir hier nochmal Eisenplatten rein. Und schnappen uns diese 5 Stangen. Dingens. So, hier schnappen wir uns nochmal Stangen. Hier tun wir noch dazu ein paar Schrauben rein. So. Und wieder zurück. So. Das ist jetzt sehr, sehr schwer, diesen großen Schritt zu machen, einfach die Komplettautomatisierung jetzt anzustoßen, weil wir haben Strom. Das haben wir uns geschworen. Also ich euch oder wir uns oder so irgendwas. So. Wir machen jetzt erstmal nochmal Rotoren. 40. 40 ist super, 40 brauchen wir auf jeden Fall. Wir können auch in der gleichen Sache nochmal 4 modulare Rahmen machen, also es kommt der ganzen Sache schon sehr nah. Wir kommen voran, es ist wunderschön. So, in 6 Minuten endet trotz allem jetzt diese Aufnahme. Das sind, ja, 8 Folgen, das ist super für heute. Wobei ich gar nicht weiß, wann ich die raushau. Das ist also jetzt massive Vorproduktion, obwohl ich eigentlich nichts vorhab. Das heißt, YouTube wird, kommt meinem Streamen nicht mehr hinterher. Aber es macht nichts. 37, 38, 39, 40 und Elle. So, zack und rein. Dann diese hier. Nein, nein, natürlich, wir haben keine Stangen. Wir brauchen ja auch für die Rahmen Stangen. Also hängt es momentan komplett nur an den Stangen. Wir rennen dahin. Schauen, ob das Ding noch arbeitet. Ja, es arbeitet. Ja, er lebt noch. Trotzdem können wir das da schon mal nachfüllen. Bei den... Hallo Katze. Super. Seht ihr sie? Nee, seht sie nicht. Ne? Ja, komm her. Dann darfst du noch mal was machen. Ja. Bist du mal, bist du zweimal im gleichen Stream zu mir gekommen zum Kuscheln? Ja. Sie mag mich sehr gerne, muss man schon sagen. So.
Das ist geschafft. Wir schnappen uns Stangen. Und natürlich Schrauben. Haben wir sie jetzt doch alle weg? Na super. So. Ja, das hängt dann doch wieder an den Schrauben. Ja, das wird immer so sein, aber Schrauben werden wir bald genug haben. Wir werden zwei komplette Schraubenpositionen bauen. So, okay. Zack. Also, wir bauen 10 von den Rahmen. Wie viel haben wir? Ne, haben wir nicht. So, 10. Das ist leider nicht 13, aber immerhin 10. Ach, die Rahmen braucht man ja gar keine Platten für. Für die Platten. Doch, braucht man. Klar, Platten und Stangen, aber keine Schrauben. So ist es. So. Und wieder Rotoren. 7. Warum nur 7? Wegen den Schrauben, wegen den Schrauben. Es fehlen wieder Schrauben. Was nicht schlimm ist, weil wir natürlich jetzt auch nochmal Schrauben machen, weil Stangen haben wir genug. Nicht allgemein, aber hier. So. Alles schön im Rahmen. So. Ich mache gerade nur noch die 13. Ah ne, achso, ne, die verstärkten Eisenplatten machen wir gerade noch, ja. Gehen die Schrauben gerade wieder weg. Aber dann können wir nochmal 6 modulare Rahmen machen. 8 modulare Rahmen. Okay, die machen wir. Hauptsache, wir packen jetzt hier ein bisschen was weg. So, und dann bringen wir das hier wieder auf den neuesten Stand. So, okay, da haben wir sogar zu viel gemacht, super. So, das heißt also, wir müssen uns jetzt Stangen und Schrauben, was das gleiche ist. So, nochmal Stangen holen, und zwar diesmal mal ein paar mehr. Und zwar ja wirklich alle, die hier sind. Alle? Alle. Naja, soweit. So. Ach genau. In der Zwischenzeit schon noch ganz schnell was wir in die Mem tun können. Ja. Hallo, stimmt. Ja, genau. Bestätigt. Ja. Und jetzt? Okay, so. Dann schauen wir mal Schwefel. Beginnen. Erledigt. So, gut. Was brauchen wir hierfür? Ja, Kohle habe ich keine mitgenommen und Schweben habe ich zu wenig. Gut, egal, Quarz. Das ist das. Da haben wir zu wenig. Ja, gut, warte. Und hier das gleiche. Gut. Elektroschnecken. Haben wir jetzt eine, die da passt. Nährstoffe. Haben wir da einen? Ja. Achso, okay, Entschuldigung. So. Okay. So, wir machen wieder. So, können wir jetzt schon Rotoren machen? 2, das ist wenig. Ja, nicht genug Platz im Inventar. Das heißt, wir müssen Schrauben machen. Schrauben können wir machen. So. Schrauben.
wir jetzt auch gleich viel mehr Rotoren.